Schönen guten Tag. Hallihallo. Herzlich willkommen zum 23. Teil mit Dark Souls. Hier bei Games ohne Gerstensaft und ihr seht mich leicht frustriert. Ja, leicht. Leicht frustriert. Denn beim letzten Mal haben wir den Boss-Gegner kennengelernt, den Klaff-Drachen. Und selbst mit der Hilfe von zwei NPCs war es uns nicht, mir nicht möglich, so rum, ihn komplett zu töten. Zum Schluss war es wirklich, hatte noch so viel Fitzelchen Leben und er hatte auch nur noch so ein Fitzelchen Leben, aber am Ende hat er mich dann besiegt. Ja, das werden wir jetzt versuchen zu ändern, dass ich ihn besiege und er am Ende gar kein Leben mehr hat und ich vielleicht noch so ein Fitzelchen. Und ich habe ein bisschen vorgespielt, ich habe bis zum Nebeltor vorgespielt, ich habe sogar schon unsere Kollegen Lautrek und Solea gerufen und da würde ich sagen, springen wir rein und gucken uns die Ritterschar an, die wir die ich um mich versammelt habe. Hier stehen sie, meine zwei Buddies, Solea und Lautrek und hier ist auch Ritter Klaus mit seinem zwei Hände in der Hand, denn ich habe mir eine Taktik zurechtgelegt. Dominik, möchtest du den Leuten die Taktik erklären? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Wie Das war denn deine ist gut. Taktik? Meine Taktik war, solange der Drache von den zwei Rittern abgelenkt ist, mit dem Zweihänder drauf zu hauen, weil da muss ich Ja, wirklich genau. blocken. Und sobald die Ritter tot sein sollten, was ich hoffe, was sie vielleicht auch immer mal nicht gehen, dann werde ich zu meinem anderen Claymore wechseln, weil ich dann mit dem Schwert auch mit dem Schild gleichzeitig auch blocken kann, zumindest versuchen. Das ist eine gute Idee. Wusstest So. du übrigens, dass wenn du Menschlichkeit darbietest, dass du deine Trefferpunkte wiederherstellst. Ja, das habe ich in der Pause gesehen, als ich mich menschlich gemacht habe, habe ich gesehen, dass mit Menschlichkeit auch, apropos, wo sind meine Seelen? Wo sind meine Seelen? Wo sind meine Seelen? Da sind meine Seelen. Schön. Mist. Mist. Alter, der hat so leer mal wirklich gerade voll eine. Der muss sich beeilen mit deinem Plan. Aber diesmal halten die nicht so lange durch, meine lieben Freunde. Kacke. Aber gut, meine Seelen. Auch gut. Okay, hat er mich ein bisschen weggeschoben, ist auch schön. Sind die schon tot? Nee. Oh, aber ich. Solea! Toll, Solea ist schon tot. So viel dazu. Ich glaube, der Drache hat sich auch einen neuen Plan gemacht. Ja. Ich hab's so im Gefühl. Sag mal, wie gesagt, Lautrec kann ja gar nichts. Also Solea ist derjenige hier von den Zweien, der ein bisschen. Alter! Kacke. Wie er sich in der Luft gedreht hat, das macht doch schön. Was ist denn jetzt kaputt? Das war gut jetzt, ne? Was macht der Drache? Naja, wäre mir lieber, Solaire wäre noch da. Kacke. Und es wäre mir lieber, ich würde treffen. Weil Lautrec scheint ja gar nichts zu machen. Kacke. Ah. Da wollte sich wieder begrabbeln. Das gibt's nicht.
Attacke. Fuck. Frag mich immer noch, was das Item da ist. Ja! Das machen wir ja, sobald der Boss gelegt ist! Na, heil dich! Och, und Lautrek ist tot. Gut, das war's. Gut, das heißt, jetzt gibt's nur noch minimalistisch, wird jetzt nur noch. Okay. Nicht. Der hat aber auch jetzt gerade kein Interesse an mir, habe ich so ein Gefühl. Dass er so groß ist? Ja. Ich hab das Schild oben gehabt. Ist er froh, wer weiß, was du sonst abgezogen hättest. Ja, aber ich. Dann würde er. Der Typ nervt. Er nervt einfach nur gerade. Teilen. Ah, die Grütze, die Grütze, die Grütze. Wo ist er? Der ist nicht mit? Diese Schweinenase. Das ist nicht wahr. Vor allem, wie langsam auf Ritter Klaus aufsteht! Ah. Ich hab bald keine Menschlichkeit mehr. Seelen sammeln. Und dann sie kaufen? Ja, du bist wirklich keine Hilfe gerade. Das ist wirklich... Ich werde mich ja als Phantom mit anbieten, aber ich habe... Oh, das ist das allerletzte. Ich habe jetzt noch 4 Menschlichkeit, glaube ich. Also 4 Anläufe haben wir noch, weil alles andere ist, glaube ich, suizidal. Ohne Hilfe dort reinzugehen. Aber diesmal ist Solaire halt relativ schnell gestorben. Das ja, ist eben, scheiße. Vielleicht hast du ja Glück, dass er beim nächsten Mal nicht so schnell den Löffel abgibt. Oh, das ist doch kacke. Oh, das ist so, weil jetzt können wir auch nirgendwo anders hin. Das ist nicht wie beim Ziegendämon, wo. Also wir können rein theoretisch irgendwo anders hin. Aber gibt noch genug Gegenden, wo du noch nicht warst. Ja, aber das ist so. Dieses. Eigentlich liegt es ja wirklich daran, dass ich fast gar keinen Schaden mache mit meinem komischen. Also. Übrigens, der schwere Angriff von meinem Zweihänder macht. Von meinem Claymore macht 145. Und der schwere, richtig schwere Angriff zweihändig vom Dings macht 150. Also. Ja, stimmt, das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel Unterschied. Ich glaube, bei deinem. Ich habe mal jetzt noch gepowert. Also genau, du hast deinen. Du hast deinen noch. Ich hab doch noch einmal Menschlichkeit. Hä, warum hab ich noch einmal Menschlichkeit? Ach, ich habe ja meine Seelen wieder eingesammelt. Da ist ja immer einmal Menschlichkeit noch dabei. Okay, das heißt, ich habe noch einen Versuch mehr. Wenn ich die Seelen jetzt... Sollte ich jetzt versagen, habe ich noch einen Versuch mehr. Ja, siehst du. Das wird schon. Ich drück dir jedenfalls wieder die Daumen. Und tschüss. Oder kommst du mir hinterher? Nee. Gut. Ja, Freunde, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Hilft ja alles nix. Denn dieser Boss hat bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Also unter anderem auch wahrscheinlich ein paar Seelen. Und, so, jetzt hoffentlich... Also, meinetwegen kann doch Lautrek eher kaputt gehen, weil der macht doch sowieso nichts. No, da kommt er. La. Warum gehst du nicht? Weißt du, also nichts gegen Ritter Lautrek, schön, dass er mir hilft, aber warum
geht der nicht eher kaputt? Weil Solea scheint hier richtig mit seinem Blitzen auch was auszurichten gegen diese Drachen. So. Zum vierten Mal? Ja. Zum vierten Mal. Arschlochdrache. Okay, weißt du, meine Seelen liegen natürlich immer genau dort, wo... Nicht auf mich. Ja! Ja, du... Ach, so dumm. Was nicht mehr dann? Achso, behältst jetzt den Claymore. Ja, weil die schwere Attacke hier samt Dings macht 145. Ah, stimmt. Oh, so leer! Okay, ich... Das ist nicht euer Ernst hier. Ach so, Lea, das ist doch nicht dein Ernst jetzt gerade. Ach, und das ist jetzt auch gerade nicht mein Ernst hier. Aber jetzt hat so Lea hinten noch ein bisschen mitgeholfen. Ja, und der stirbt auch bald wieder gleich. Okay, ich sterbe. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Da warst du ja schon mal kurz davor, Alter. Ja, jetzt reimst du mir noch rein! Nein, ich wollte das nur sagen, ne? Wie ärgerlich. Ja, das meine ich damit. Jetzt reimst du mir noch rein! Vor allem das Problem. Die eine Menschlichkeit, die da noch liegt, nützt mir gar nichts. Weil du dich nicht menschlich machen kannst, um mit so leer und laut direkt da reinzukommen. Was hast du jetzt vor? Jetzt ist es... Vielleicht, weil ich mich zu sehr auf andere verlasse, achte ich nicht zu sehr auf mich. Heißt? Ja, ich mach's jetzt alleine. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich erst. Ah. Und wenn das nichts wird, dann... Das ist so schlecht, ey. Diese Schwanzattacke ist das Allerschlimmste. So, hau ab. Das ist das Allerschlimmste. Ja, mal gucken. Vielleicht, weißt du, ich glaube nämlich nicht, dass man diese Schwanzattacke blocken kann, aber vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Wo ist meine Seelen? Da. Fragst du dich denn eigentlich gar nicht, was das für ein Item ist? Ey, jetzt! Scheiße. Aber das Vieh ist auch so ein bisschen autistisch, ne? Wie es einmal in die Ecken kriecht und dann wieder stehen bleibt. Jetzt bin ich da nicht ver... Das ist... Hallo? Ich war aus deiner Reichweite raus, du dummer Vieh. Das gibt's nicht. Dreht er sich mit?
Okay, jetzt macht er sie nochmal. Ich versuche sie mal zu blocken. Nee, doch nicht. Ey, der Typ geht mir gerade tierisch auf die Ketten. Darma! Ja, okay, jetzt ist... Was tut er? Warum? Bis er mich erwischt hat, genau. Versuch mal eine Sprungattacke, die kriege ich nicht mehr. Da verbrauche ich aber auch mehr Ausdauer. Boah, das habe ich dreimal getrunken, das war so dumm. So dumm, dass der mich auch im Drehen trifft. Und so. Jetzt ist die Sache wieder am Laufen hier. Ja, das meine ich. So dumm. Und gleich nochmal. Ist er gleich weg. Der Schaden, wenn er irgendwie gegen solche Säulen läuft oder so? Ich glaube nicht. Ich muss den mal. Nein! Was ist denn das für ein Item? Du bist ja schon fast da. Na und? Ja, also der nimmt keinen Schaden. Ja. Okay, ich analysiere ihn mal kurz. Ja, aber das ist der komplette Ausdauerbalken, mein Freund. Der füllt sich doch dann wieder. Ja, aber dann habe ich keine Dings mehr, um wegzulaufen. Außerdem habe ich jetzt sowieso gar keine Eiflaschen mehr. Nee, das stimmt. Ja. So viel zu diesmal konnte ich. Hast du einen Heimkehrerknochen oder so? Ja, aber den kann ich, habe ich jetzt nicht ausgerüstet. Aber ich glaube, man kann von einem Bossfight nicht abhauen. Es wäre ja auch noch schöner, wenn das gehen würde. Es ist Dark Souls. Okay, und das war's. Nein. Was verliest du denn? Ja, Schlaubi-Schlumpf hier! Ich sag's ja nur. Thank you.
ist so schlimm, dass der mich, wenn er sich dreht, dass ich ihn da mit erwische. Dass er da mich... Das ist das, was ich meine. Okay, jetzt ist gut. Wir wissen, dass du nach oben fliegen kannst. Oh Gott, ist das... Okay. Na ja, gut, holen wir uns nochmal Hilfe. Wie viel haben wir denn noch auf der Uhr? Da haben wir jetzt noch 4 Minuten. Nee, dann nicht. Naja, 5. Ich hab keinen Bock mehr. Ich gebe dir 6. Nee, ich habe auch keinen Bock mehr. 6 Minuten schaffen wir trotzdem nicht. Ich muss mich dann wieder lebendig machen. Ey, Freunde, ich habe gerade echt keine Lust mehr. Ich habe gerade echt keine Lust mehr, weiterzuspielen. Weil das ist echt frustrierend. Also mit Hilfe schaffe ich es nicht. Ohne Hilfe war ich ganz gut. Also mit Hilfe schaffst du es ja. Oh, du warst ja schon mal so knapp davon. Ja, hör auf, mir reinzureiben. Ich will dich ja nur ermutigen. Also wenn du das nochmal richtig ernsthaft versuchst. Als ob ich es davor nicht ernsthaft versucht hätte. Aber jetzt hast du ja quasi auch im Alleingang schon ja, Erfahrung deshalb, gesammelt. Deshalb verstehe ich ja nicht, warum es... Weißt du, es ist... Ich mach mich nochmal menschlich. Wenn du deine Erfahrung... Vorsicht, Mikro. Wenn du deine Erfahrung da anwenden könntest, die du ja, jetzt gesammelt hast. Ja, das ist das Problem. Das Problem ist aber, es ist so dieses... Warte mal, ich guck mal kurz meine. Wie viel Robustheit die noch haben. Der hat zum Beispiel noch 172 von 200. Mein Claymore 136 von 200. Also ich müsste dann die Waffen auch bald reparieren wieder. Was auch so eine Geschichte ist. So, ja. Das machen wir jetzt am dümmsten. Wir rufen uns wieder Verstärkung. Das machen wir alles wieder im nächsten Teil. Oder? Nee, komm, wir gehen jetzt noch dahin, rufen Verstärkung und dann im nächsten Teil geht's hoffentlich diesem Drachen an. Das ist so zum Kotzen. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Wirklich. Wenn man kurz davor steht, man weiß ja auch nicht mehr, was... Wenn du eine Glück hast, machst du halt Attacken, die dich nicht schädigen. Wenn du Pech hast, machst du dreimal diese komische Schwanzattacke und dann bist du wirklich am Arsch. Oh. Ich mach's im nächsten Teil, ich versuche mich im nächsten Teil wieder ein bisschen zu motivieren, liebe Freunde. Wir laufen jetzt noch, wie gesagt, doch bis dahin. Kriegst du erstmal einen Keks dann, ne? Zwischen den Teilen. Das hilft mir nicht. Das bräuchte eine. Ja, lauf bloß weg, du. Du gehst ganz genau. Ey, das gibt's nicht. Dummes Vieh. Komm her. Komm her. Komm her! Da Menschlichkeit drin gewesen? Nein, schade. Gut, dann rufen wir noch unsere Ritter hier. Das wäre dann Teil. Das ist dann Teil 23, ne? Was wär's dann? Und dann Teil 24, vielleicht schaffen wir es ja dann. Und wenn nicht, dann müssen wir es in Teil 25 probieren. Also ich drück dir halt die Daumen, dass du es schaffst. Das ist Teil 24. Ja. Ja, ich mir auch, aber wie gesagt. Es ist ja vor allen Dingen so dumm, dass die Ritter gleich sterben. Warum? Warum? Warum sterbt ihr so schnell? Vor allen Dingen sind die ja stärker. Also ich sehe die manchmal Sachen so abkriegen, so 300 Schaden und dann haben sie halt noch 3/4 ihrer Lebensenergie. Das heißt, die sind irgendwie auch ein bisschen stärker als ich, meine zwei Ritter-Buddies. Aber bis auf Solaire, also Lautrek macht halt nicht mit diesen Schaden. Das ist so kotzen, ey. Na okay, dann ebenso. Hoffentlich im Teil 24, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen raus aus dem Spiel. Ja, mit diesem Bild hier von Ritter Klaus, Ritter Solaire und Ritter Lautrek verabschiede ich mich. Oder auch nicht, doch, jetzt. Dann, wie gesagt, im 24. Teil hoffentlich legen wir an diesen Drachen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht angehen. Seht, ob ich es schaffe. Ansonsten liken, subscriben und kommentieren.
Vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp für mich, wo ihr sagt, ey du, du musst den so machen. Ey, der fällt da in das Loch runter, wenn du ihn dahin lockst. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Vielleicht gibt es ja, Dark Souls baut ja immer solche Sachen mit ein. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, liken und subscriben fänden wir immer ganz toll. Dominik, Abschlussworte? Nur Mut, Philipp. Macht's gut. Bis zum nächsten Teil.